So, herzlich willkommen. Mein Name ist Katharina Hayek vom Institut für Kulturwissenschaft hier an der Uni Koblenz. Ich werde das heute ein bisschen moderieren und ich freue mich total, dass Sie heute gekommen seid, trotz Wetter, trotz Fußball. Und ich freue mich ganz besonders natürlich, dass Natascha Strobel hier ist und auch den weiten Weg aus Wien auf sich genommen hat und auch schon tatsächlich einen langen Tag hinter sich hat. Vielen Dank, wir freuen uns sehr. Bevor wir beginnen, noch ein paar Worte, ein paar Infos. Wie Sie vielleicht schon ahnen konnten, ist das Ganze eine Kooperationsveranstaltung eben zwischen dem Lehrbereich Politische Wissenschaft am Institut für Kulturwissenschaft der Uni Koblenz in Kooperation mit der HFGG, der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung, in deren Räumlichkeiten wir uns befinden, und dem ASTA und speziell dem Referat Politische Bildung hier. Genau, und ich darf jetzt übergeben an Daniela Gottschlich von der HFGG, die hier lehrt. Ja. Vielen Dank. Willkommen auch von mir. Ich begrüße im Namen der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung und ich freue mich auch sehr, dass diese Kooperation funktioniert zu dem relevanten, aber deutlich unappetitlicheren Thema, als das Wetter heute ist. Wir beschäftigen uns hier an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung mit sozial-ökologischen Krisen und wir beschäftigen uns auch damit, welche Antworten auf diese Krisen gegeben werden. Und eine Antwort sind reaktionäre, sind autoritäre Antworten. Autoritärer Neoliberalismus ist ein Beispiel, den wir heute im Seminar abgehandelt haben. Und unser Ziel ist, eine Perspektive dagegen zu halten, die global und nicht nur national gutes Leben für alle ermöglicht und an die Ursachen der Probleme herangeht. Von daher freue ich mich, dass wir heute mit Natascha Strobel eine Referentin da haben, die uns in die Untiefen gerade der reaktionären, autoritären Reaktionen auf die Krisen Antworten, Einblicke geben wird. Wir haben verschiedene Veranstaltungen, wo wir das Thema in unserem Curriculum haben. Es geht auch darum, wie wir mit rechter Kommunikation umgehen. Wir beschäftigen uns damit, wie gerade von extremer rechter Seite auch das Ökologie-Thema besetzt wird. Lange Zeit war ich verblüfft, weil ich gedacht habe, es ist eher ein kritisch-emanzipatorisches Thema, Ökologie. Und dann zu sehen, es gibt sowas wie braune Ökologie und Besetzung dieser Felder. Und genau das aufzuspüren, dazu geben wir Befähigung in unserem Studium. Und es gibt immer wieder Studieprojekte, die mich erfreuen, wie beispielsweise ein Student, den ich jetzt gerade gar nicht sehe, der mit Gewerkschaften in Bremen an einer Brandmauer gemeinsam gegen rechts arbeitet. Denn es braucht diese Bündnisse der vielen. Und wir haben in Frankreich gerade gesehen, dass Bündnispolitik hilft, extreme Rechte zurückzudrängen. Und ich habe gestern wirklich, bin gut eingeschlafen mit den Nachrichten über sozusagen den Gewinn der Linken in Frankreich. Wenn ihr Lust habt, euch im Studium mit diesen Themen zu beschäftigen, wir suchen auch immer noch Studierende, die Lust haben, diese Projekte zu ihrem Studium zu machen bei uns an der Hochschule. Und am 13.8. gibt es einen Infotermin, zu dem wir sehr herzlich einladen. Jetzt aber genug der Vorrede. Ich gebe weiter an den ASPA. Danke für diese Idee und insbesondere nochmal Natascha, danke. Schön, dass ihr da seid. Ja, vielen Dank, dass so viele da sind erstmal. Ich freue mich natürlich über alle, die da sind, vor allen Dingen über die Studis der Uni Koblenz. Danke, dass ihr den Weg von der Uni, wo ihr bestimmt den ganzen Tag schon gebüffelt habt, bei bestem Wetter einen Vortrag gefunden habt. Eine kleine Korrektur vorab, das Ganze ist zwar irgendwie dem ASTA ein bisschen entsprungen, die Ursprungsidee kam aber in Kooperation mit dem Lesekreis, den der ASTA angeboten hat und dafür stehen wir dann auch zu zweit hier, weil meine Kollegin Katharina Steinmetz und ich, Lukas Jung vom ASTA, diesen Lesekreis dieses Jahr angeleitet haben. Das ist irgendwie so ein bisschen pilotprojektmäßig gestartet. Wir haben einfach gesagt, das Lehrangebot, gerade was politische Wissenschaften angeht, ist zwar vorhanden, wird aber von sehr wenigen Studierenden wahrgenommen. Ihr wisst selber, Koblenz Lehramtsuni, viele andere Studiengänge, die jetzt sich weniger mit dem politischen Alltag beschäftigen und waren dann doch sehr froh darüber, dass der Lesekreis auch Anklang gefunden hat. Ja, zumindest 7, 8 Studis sind wöchentlich das ganze Semester, den ganzen Sommer über, zusammen mit uns am Büffeln gewesen. Wir haben uns mit der Dekonstruktion der neuen Rechten beschäftigt.
Sprich, wir haben uns die ganzen Sachen, die Natascha und auch andere Leute seit Jahren oder Jahrzehnten beobachten, irgendwie auch nochmal als Primärliteratur, wenn man es so will, angeschaut und sind da irgendwie tief in die Ekelhaftigkeiten der neuen Rechten, der sogenannten neuen Rechten eingestiegen. Und deswegen einmal kurz einen Applaus für alle Leute, die sich diesen Lesekreis gegeben haben. Und vielen Dank für euer Engagement. Ja, und dann würde ich schon an dich übergeben. Ja, gerne. Also nochmal ganz kurz zu der Idee. Wir haben uns das ganze Semester aber damit beschäftigt, was wird explizit gesagt in neurechter Literatur, was wird aber auch explizit nicht gesagt. Wir haben das halt, wie gesagt, dekonstruiert, haben uns historische Texte angeschaut, auf die immer wieder referiert wurde. Wir haben uns auch verschiedene Themenbereiche angeschaut, metapolitische Aspekte. Wir haben uns auch Feminismus von rechts angeschaut. Und insgesamt ist dann irgendwann die Idee aufgekommen, okay, wir haben jetzt verstanden, worum geht es, was wird versteckt, was wird ganz offen und deutlich kommuniziert, was sind die Ziele, aber wie gehen wir jetzt damit um? Und da ist uns die Idee gekommen mit dem neuen Werk von Frau Strobel und haben gedacht, okay, das passt. Und wir freuen uns wirklich sehr, sehr auch als Fans, als wissenschaftliche Fans, dass sie gekommen ist, dass wir sie kennenlernen dürfen. Und wir freuen uns wirklich sehr auf den Vortrag. Vielen Dank nochmal. Dann. Gut, also zum heutigen Abend. Der Aufstieg der neuen Rechten und Tendenzen der Faschisierung in Europa und darüber hinaus sind jetzt kein ganz neues Thema leider und wohl auch ein Thema, das uns die kommenden Jahre beschäftigen wird. Nicht zuletzt auch mit Blick auf die kommenden Wahlen, die wohl, genau, Frankreich da eine Ausnahme, erstmal eine Ausnahme zwischen. Natascha Strobel setzt sich bereits seit sehr langer Zeit damit auseinander und wird heute auf die Rolle der Kulturkriege im Aufstieg, im Zug des Aufstiegs der neuen Rechten sprechen. Also die Strategie der neuen Rechten, so scheinbar alltägliches Profanes wie Kinderbuchlesungen in öffentlichen Bibliotheken oder die geschlechtergerechte Sprache in der öffentlichen Verwaltung zu politisieren, zu emotionalisieren und identitätspolitisch aufzuladen. Und das ziemlich erfolgreich, leider. Ich darf Natascha ganz kurz vorstellen, obwohl das wahrscheinlich nicht nötig sein wird, weil sie die allermeisten hier kennen werden. Sie ist Politikwissenschaftlerin, hat in Wien studiert. Genau, seitdem ist viel passiert. Sie ist Publizistin, wirklich sehr gefragte mediale Expertin für die neue Rechte und Rechtsextremismus. Wenn man da googelt, dann weiß man gar nicht, was man da rauspicken soll. So. Genau, ich habe jetzt im Vorfeld dieser Veranstaltung nochmal zum Beispiel den Podcast beim Jung und Naiv gehört, wo du zu Gast war, eine große, also fast eine große Empfehlung. Sie schreibt für die Frankfurter Rundschau, Süddeutsche Zeitung, Zeit Online, Neues Deutschland, aber auch für das Momentum-Institut und hat auch wirklich eine Menge Bücher geschrieben in der letzten Zeit. Man fragt sich, wie denn? Einige möchte ich davon rausgreifen. Wir haben eben, was haben wir schon auf dem Büchertisch hingewiesen, ne? Also die Identitären, Handbuch zur Jugendbewegung der neuen Rechte in Europa 2014, im Unrast Verlag erschienen, gemeinsam mit William Bruns und Katrin Glösel, das ist, glaube ich, eine der ersten Studien war zu den Identitären. Und du hast in dem Jung und Naiv Podcast auch erwähnt, das fand ich ziemlich cool, dass du wohl das größte Privatarchiv zu den Identitären hast. 2021 erschienen ein Bestseller Radikalisierter Konservativismus bei Surkamp. 2023, einige haben es auch in der Hand, Solidarität bei Krim und Scheria erschienen und hoffentlich demnächst Kulturkampfkunst bei Surkamp, was ja auch die Grundlage für den heutigen Input darstellt. Genau, du meintest, du wirst ungefähr so eine halbe Stunde sprechen. Genau, das, und danach gibt es natürlich Zeit für Diskussion, vor allem also die Diskussion. Vielen Dank, Natascha. Wir freuen uns, dass du hier bist. Dankeschön. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es ist so ein schöner Empfang, ich bin ganz verlegen. Wobei das Stichwort am Ende ganz gut war. Es war mal geplant, dass es hier eine Buchvorstellung gibt. Dazu müsste es aber ein Buch geben und das gibt es noch nicht. Hoffentlich im Frühjahr. Deswegen möchte ich gerne so ein paar Gedanken, die ich dazu schon habe, teilen und freue mich auf Diskussion. Dementsprechend, ich bin nicht sehr talentiert, was schöne Präsentationen angeht, nehme ich so als Gedankenstütze und versuche dieses Phänomen der Kulturkämpfe irgendwie zu fassen.
Denn es ist gar nicht so leicht, das zu fassen. Achso, ich sollte. So. Aber bevor wir uns in die Kulturkämpfe stürzen, ist es ganz wichtig, all diese Phänomene, die wir gerade sehen, die sind Reaktionen auf etwas. Ja? Die sind nicht die Ursachen. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil wir es mit so mannigfaltigen autoritären Phänomenen zu tun haben, protofaschistischen, faschistischen, rechtsextremen Phänomenen. Und es wäre sehr leicht zu sagen, also die sind die Ursache aller Probleme. Aber ich glaube, dass das alles Bearbeitungen sind von anderen Dingen. Ich glaube, dass es Krisenphänomene sind. Und ich meine, ich brauche in dieser Runde niemandem sagen, dass wir es mit zig Krisen zu tun haben, na, nur na. Aber es ist trotzdem ganz wichtig, diese Krisen auch immer wieder aufzudröseln und sich zu überlegen, welche Krisen denn? Und da ist sehr unterschätzt die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008. Die hat nämlich auch Resultate nach sich gebracht, die man vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht, gerade für den Rechtsextremismus. Ich war letztens in der Schulklasse, ich glaube, da waren manche noch gar nicht geboren 2008 und können sich dementsprechend nicht erinnern, aber ich glaube, die meisten hier, behaupte ich, haben ungefähr eine Ahnung, was 2008 war. Und wir wissen jetzt alle, ja, wir wissen den Euro-Rettungsschirm, wir wissen alle die Bankenrettung in Griechenland und so weiter. Aber 2008 hat auch direkt etwas damit zu tun, was wir in den Folgejahren im Rechtsextremismus gesehen haben. Jetzt ist das Kapital keine feste Größe von lauter Leuten, die dieselben politischen Interessen haben, da wäre mein Verschwörungsdenken drinnen, sondern es gibt verschiedene Fraktionen. Und ganz lange, bis 2008, war ganz klar, die hegemoniale, die bestimmende Fraktion im Kapital ist das Finanzkapital. Nach 2008 ist sogar IWF und Weltbank draufgekommen, naja, ein bisschen Regulierung ist vielleicht gar nicht schlecht. Dementsprechend sind ganz, ganz viele Geschäftsmodelle weggebrochen. Und parallel, ja, nichts ist monokausal, aber parallel sehen wir durch den technischen Fortschritt, aber auch durch den Dämpfer, den es hier gegeben hat, den Aufstieg des Tech-Kapitals. Und dieses Tech-Kapital ist zu der bestimmenden oder einer der bestimmenden Fraktionen im Kapital geworden. Aber das funktioniert politisch anders. Ja? Gerade diese Clique rund um die Gründung von PayPal, also David Sachs, Elon Musk, Peter Thiel, haben sehr früh auch finanziell Geld in diesen Kulturkampf Rechtsextremismus gepumpt, den wir jetzt sehen. Das heißt, dieses Umfeld, das Trump dann 2015/16 vorgefunden hat, ist nicht zufällig da gewesen oder ist nicht plötzlich entstanden, sondern hat schon etwas damit zu tun, mit diesen Aufstiegen, die wir gesehen haben, und dass es direkt quasi finanzielle Pipeline gegeben hat. Gerade das Umfeld um Peter Thiel war hier sehr, sehr umtriebig. Und ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wen es interessiert und wer Samstagabend nichts Besseres zu tun hat, als auf YouTube sich Peter Thiel Reden anzuschauen, kann ich nur empfehlen, die der Nominierungsparteitag, wo Trump zum ersten Mal Kandidat der Republikaner geworden ist, der letzte, der gesprochen hat vor der Familie Trump, war Peter Thiel. Und es ist insofern beruhigend, weil er ein unfassbar schlechter Redner ist und ich es sehr beruhigend finde, dass man sich mit Geld nicht alles kaufen kann. Aber es ist sehr spannend, wie er sich selbst darstellt, wie er das Projekt Trump darstellt, wie er Trump darstellt, weil man da einen sehr guten Eindruck bekommt, um was es hier geht. Dieses quasi kein Politiker, nicht der Swamp, sondern man ist ein Engineer, ein Inventor und versucht so die Parallelen zwischen sich und Trump zu ziehen. Und da bekommt man einen guten Eindruck, wie auch diese Verbindungen zwischen diesem ultra libertären, autoritär-libertären, wie auch immer, Tech-Kapital ist und zwischen diesem Kulturkampf Rechtsextremismus und dass diese Verbindungen sehr weit mittlerweile zurückgehen. Das nur als Vorbemerkung, dass diese Krisen, also dass den Rechtsextremismus, den wir jetzt sehen, diese faschistischen Projekte,
Reaktionen auf die Krisen sind. Wir haben noch einen ganzen Haufen anderer Krisen, wir haben Unzahl an soziale Krisen, wir haben die Klimakrise, die ja nicht nur eine Krise für sich ist, sondern die den Zeitstrahl so kurz macht, in der alle anderen Krisen lösbar sind. Ja, es gibt keine Demokratie in der Klimakrise. Wir haben eine zweifache Krise der Repräsentation. Die eine Krise der Repräsentation ist, dass wir in ganz vielen Städten, vor allem von West- und Mitteleuropa, Zentraleuropa, eine Wohnbevölkerung haben, die zu einem ganz großen Prozentsatz nicht beteiligt ist an formalpolitischen Prozessen. Sie darf nicht gewählt werden und sie kann nicht wählen. Das ist ein städtisches Phänomen. Für meine Heimatstadt Wien sind es 40% der Wohnbevölkerung, die nicht beteiligt sind an Wahlen. Das hat aber auch eine Klassenfrage. Es sind 40% der Wohnbevölkerung, es sind 68% der Hilfsarbeiter. Die Interessen der Hilfsarbeiter finden nicht statt bei Wahlen. Und das macht was mit einer Demokratie. Und das macht nicht nur was, quasi, dass sie nicht wählen dürfen, deren Interessen nicht repräsentiert sind, sondern auch das Interesse an Demokratie, das Interesse an Aushandlungsprozessen, die Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft, die mittels Wahlen ihre Aushandlungsprozesse organisiert, das geht dann natürlich alles verloren. Und das ist ein Phänomen, eine Krise der Repräsentation. Die zweite Krise der Repräsentation ist, dass die, die wählen dürfen, das Vertrauen in die Institutionen des Staates verlieren. In Deutschland ist das sehr gut aufgearbeitet durch die diversen Einstellungs- und Mittelstudien. In anderen Ländern gibt es ein bisschen eine andere Methodik, aber so als Trend kann man sehr wohl sagen, ja, das Vertrauen sinkt, aber es sinkt nicht gleichmäßig. Es gibt nach wie vor Bereiche des Staates, die ein sehr, sehr hohes Vertrauen genießen. Und an dieser Stelle die Preisfrage, was glaubt ihr, was glauben Sie, welche Bereiche des Staates haben nach wie vor ein sehr hohes Vertrauen? Polizei. Korrekt. Ja? Dass die Polizei und Militär genießen, also die beiden bewaffneten Verbände, genießen ein sehr hohes Vertrauen. Der Rechtsstaat hat auch nach wie vor ein sehr hohes Vertrauen. Gewerkschaften bzw. Arbeitnehmerinnen, Vertretung hat auch ein sehr hohes Vertrauen. Am unteren Ende, es wird jetzt niemanden überraschen, alles, was im Bereich repräsentativer Politik ist, also Parteien, Regierung, auch die Opposition, wenn sie extra abgefragt wird, das Parlament. Und das ist natürlich auch eine interessante Gemengelage, die wir hier haben. Weil die Gesetze machen und die den Rahmen vorgeben für die bewaffneten Verbände, denen vertraut man nicht, aber den bewaffneten Verbänden vertraut man. Also das sind alles natürlich Spannungsverhältnisse und Probleme für eine Demokratie. Und es gibt noch ganz, ganz viele andere Krisen. Ja, ich habe die Pandemie noch gar nicht erwähnt, Kriege, das merken wir jetzt auch in den neuen Studien, die rauskommen, ist eine große Belastung für viele Menschen, vor allem auch für junge Menschen, eine ganz, ganz groß mit Sorgen besetzter Part. Also ja, wir können jetzt noch alles aufdröseln. Aber wir haben hier eine Gemengelage, ein sich Aufschichten von Krisen, die zu einer großen Krise wird, die mehr ist als die Summe der einzelnen Teile. Ja, das heißt, wir haben es mit großen Zukunftsängsten zu tun, wir haben es mit viel Sorge zu tun und mit dem Gefühl, dass es so nicht weitergeht. Wir leben in einer Zeit des Hegemonieverlusts. Also der Glaube an das, dass es so wird, wie es mal war, der schwindet. Der Glaube, dass dieses System, dieses Nachkriegssystem, das aus dieser Aushandlung zwischen einem Wirtschaftssystem, das auf Ungleichheit beruht, einem kapitalistischen Wirtschaftssystem, und einem politischen System, das versucht, das einzuhegen und Gleichheit herzustellen. Das hat funktioniert mit vielen Ein- und Ausschlüssen, dazu komme ich noch. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Das wird instabil. Das Versprechen dieses Systems war, jede Generation hat mehr Wohlstand als sie davor. Das heißt, wenn man brav arbeitet und sich bildet und brav mitmacht, dann kann man
sich so sein kleines Glück aufbauen. Und das stimmt jetzt schon länger nicht mehr. Ich bin ein 85er-Jahrgang, das heißt nicht mehr ganz so jung. Aber für, so wir sind so die Kipp-Generation, ja, das heißt für meine Generation, da stagniert es oder da funktioniert es noch so ein bisschen. Für die Generationen danach, da ist es ins Kippen gekommen. Das heißt, diese Generationen haben weniger Wohlstand als ihre Elterngenerationen, als Gesamtes gesehen. Und natürlich könnte man das dann nochmal aufdröseln. Das heißt, das Versprechen mit reinknien und arbeiten, dann hast du Wohlstand, ist passé. Und damit erleben wir ein Kippen, ein Zerbröseln dieses hegemonialen Versprechens. Das ist jetzt natürlich kein Prozess der letzten 2 Jahre oder der letzten 4 Jahre, sondern das haben wir schon sehr viel länger, sehen wir das. Colin Crouch hat das schon vor 27 Jahren oder so, 28 Jahren als Post-Democracy beschrieben, also ist schon länger ersichtlich, aber wir sind jetzt natürlich quasi an einem Punkt des Ganzen, wo sich entscheidet, wie es weitergeht, aber auch die Krisenphänomene sehen wir natürlich schon länger. Den Aufstieg der extremen Rechten, diskursiv auf der Straße, in den Parlamenten. Wir sehen neue politische Projekte, die fernab von Parteienlogiken funktionieren. Die Frage nach politischer Organisierung halte ich ja für eine ganz spannende und eine ganz zentrale, weil man da teilweise noch immer so arbeitet, wie quasi, als hätte man es mit so einem festen Organisationssystem wie in den 70ern oder so zu tun, aber das ist ja jetzt ist anders. Dementsprechend steht da auch so lapidar Social Media. Social Media, ich glaube, das brauche ich auch niemandem hier im Raum erklären. Aber die Art, wie wir über Social Media reden, finde ich ganz wichtig, denn es ist kein Ort, an dem man geht, kein Raum, wo ich dann die Tür zumache und dann bleibt alles so, wie es ist, wenn ich nicht dort bin, sondern ich existiere auch jetzt als Persona dort weiter, auch wenn ich nicht online bin. Das heißt, das ist Realität. Und das ist eine Realität, die anders strukturiert ist als diese Realität hier, aber die mit dieser Realität nicht nur quasi drauflegt, sondern mit ihr interagiert. Und wenn wir Social Media als Realität verstehen, dann verstehen wir auch, dass sich dort politische Organisation anhand der Realität geschehen kann. Und dann müssen wir meines Erachtens davon sprechen und dann ist es wichtig zu sehen, wie sich Faschismus, wie sich Rechtsextremismus organisiert auf Social Media. Und eigentlich ist es ja gar nicht so anders, als wir es vielleicht so kennen oder historisch kennen. Deswegen, ich bin so ein bisschen allergisch auf dieses Wording mit quasi Hass im Netz. Ja, Hass im Netz. Ja. Ja, es ist Hass und ja, es ist im Netz. Also es ist Hass im Netz, okay. Aber in Wahrheit ist das organisierte politische Gewalt, die dort stattfindet. Das sind Schlägertrupps, die sich organisieren, die sich zusammentun und die Leute verprügeln. Immer für das Argument zu haben, dass quasi das physische Verprügeln auf der Straße noch schlimmer ist. Ja, okay. Möchte ich gar nicht in Abrede stellen, aber quasi nicht weit darunter ist das psychische Zusammenschlagen auf Social Media. Und das machen diese Leute und die verabreden sich dazu, das zu tun. Und dass es sehr schnell sehr böse sein kann und sehr finster werden kann, haben wir nicht zuletzt gesehen im Fall Alexandra Vöderl-Schmidt, wo genau das passiert ist. Und ich glaube, dass es sinnvoller ist, das als Ausformung politischer Gewalt zu betrachten, als Organisierung von Gewalt und nicht als dieses Phänomen, was halt da ist, wo man nichts machen kann, was quasi ein inhärenter Bestandteil von diesen Internetsachen ist. Genau. Und natürlich, wir erleben, dass Parteien, insbesondere die Parteien, die das politische System stabil gehalten haben, an Zuspruch verlieren. Ja, das heißt, die können nicht mehr so ausgleichend, nicht mehr so hegemonial wirken, wie sie es vielleicht jahrzehntelang konnten, mit allen Ein- und Ausschlüssen, die das beinhaltet hat, mit allen negativen Erscheinungen, die das beinhaltet hat. Aber die konservative Partei, die sozialdemokratische Partei sind nicht mehr diese Ordnungsfaktoren, die sie mal waren. Und das macht die Gegenwart ein bisschen unübersichtlich und ruckelig und unwirtlich.
Und ich glaube, wenn wir dies betrachten, dann können wir, also wenn wir das quasi als Krisen betrachten, dann können wir von da sehen, wie Rechtsextreme, wie faschistische Projekte darauf reagieren und diese als Symptome davon sehen und nicht dieses depolitisierte, mir gefällt es vor allem in Bezug auf Trump nicht, dieses, der ist quasi plötzlich da gewesen und jetzt ist alles furchtbar und jetzt, klar, muss man gegen Trump sein, aber es gibt schon ein System, das ihn hervorgebracht hat und es gibt schon quasi etwas, was er bedient, was andere nicht bedienen, wo man besser quasi die Ursachen bekämpft als die Symptome, auch wenn man Symptombekämpfung machen muss. So, das jetzt so als Vorab-Einleitung. Ich habe gesagt, ich rede eine halbe Stunde, jetzt mache ich 20 Minuten Einleitung. Sie sehen, das ist eine ganz schlimme Krankheit, wenn man ein Mikrofon hat, dann hört man sich unglaublich gern reden. Ne? Furchtbar. So, und was macht jetzt diese Kulturkämpfe so speziell? Ja, wir haben alle so eine ungefähre Vorstellung wahrscheinlich, was ist denn dieser Kulturkampf? Aber die Funktion der Kulturkämpfe ist es, diese ganz vielen rechtsextremen Krisenreaktionen, die es gibt, auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Ja, es ist quasi der Kit, es ist das Mittel der Wahl, dieser sehr disparaten, unterschiedlichen rechtsextremen Projekte. Ich glaube schon, dass man quasi auch einen gemeinsamen ideologischen Kern findet. Ja, man muss immer nur sehr abstrakt werden. Irgendwann findet man den gemeinsamen ideologischen Kern. Aber ich glaube nicht, dass man ideologisch sehr pragmatisch ist in ganz vielen dieser rechtsextremen Projekte und dass es sich nicht definiert über einen harten ideologischen Kern, sondern über das Mittel der Wahl, nämlich diese Kulturkämpfe. Was sind Kulturkämpfe? Das ist einerseits eine bewusste Strategie der neuen Rechten, die wir seit den 60ern sehen, oder beziehungsweise da wurde die Vorarbeit geleistet, ja, diese Vorstellung, man muss eine Kulturrevolution von rechts machen, ein 68 von rechts, also Gesellschaft so sehr durchdringen, dass die eigenen Logiken quasi als normal angesehen werden. Das ist so der eine Strang, das ist noch sehr quasi intellektuell da oben. Ab den 90ern sehen wir das im amerikanischen Rechtsextremismus, wo diese Culture Wars zunehmen, wo ein bisschen die Idee war, also ökonomisch ist alles klar, ja, der Kapitalismus hat gewonnen oder er ist untergegangen, da ist alles gegessen, das wird doch nicht mehr in Frage gestellt. Also ist alles, wo sich jetzt noch etwas entscheidet, ist auf gesellschaftspolitischer Ebene. Und da kommen dann Phänomene wie, okay, vor allem Fox News, ja, man ist ja noch in dem Bereich, also große Medienunternehmen, aber auch schon davor, das geht ein bisschen zu weit, ja, dieses Netzwerk rund um die Koch Brothers, aber dann vor allem Fox News mit Rupert Murdoch, die sehr emotionalisierend auf diese gesellschaftspolitischen Spaltungslinien, und zwar vor allem Religion, und Waffen. Ja, das waren so quasi die Urkulturkämpfe, die es gibt. Und ausgehend davon, ja, das ist auch eigentlich sehr weit weg von dem, was wir heute sehen, weil damals war es ein Fernsehsender und jetzt quasi sehen wir eigentlich diese Influencer-Kulturkämpfe. Die Methodik dahinter ist aber immer dieselbe. Es ist die Emotionalisierung gesellschaftlicher Spaltungslinie und die Form des Kulturkampfs ist die Anekdote. Das hat Adrian Daubt sehr schön in seinem Cancel Culture Transfer Buch beschrieben, wie die Anekdote das Wichtigste ist. Die Anekdote im Kulturkampf, im deutschsprachigen Kulturkampf, geht ungefähr so: an einer Universität in den USA haben. Ja, und dann können wir jetzt einfühlen, hat eine Studentin gesagt, weiße Menschen dürfen kein Yoga machen, weil das ist Cultural Appropriation. Gibt es kein Fleisch mehr in der Kantine? Machen die dieses und jenes? Also da können wir jetzt unendlich die Kulturkämpfe einführen. Und das Spannende an der Form der Anekdote ist, dass es wahr sein kann. Ja, das kann sein, dass das jemand gesagt hat.
Aber es wird nicht kontextualisiert. Ist das eine relevante Person? Wie viele Leute haben das gesagt? Gibt es da irgendeinen Kontext dazu, der mehr erklärt? Ja. Oder es ist nicht wahr, aber wenn es nicht wahr ist, dann könnte es wahr sein. Dann kann man sich vorstellen, dass es wahr ist. Und niemand forscht aber nach. Und die Anekdote emotionalisiert, das ist natürlich, da gibt es einzelne Personen, die diese ganzen furchtbaren Dinge tun und gesagt haben, aber es ist natürlich auch universell. Sinnbild für einen Zustand, für ein Milieu. Ein Milieu, eine Universität, das heißt, die sind hochgebildet, die sind links, die sind jung, also nein, da gibt's, wird ein ganzes Sittenbild gezeichnet. Und deswegen funktioniert das, weil es so konkret ist, dass es genug Details gibt, um zu sagen, ich kann mir das richtig vorstellen, diese Universität da in den USA würde das gemacht haben, aber es ist nebulös genug, um es nicht konkret nachforschen zu können oder zu müssen oder zu sagen, ja, das ist ein Einzelfall oder was auch immer, was interessiert mich das? Und das macht diese Kulturkämpfe so perfide, weil man immer quasi in dem Erzählen von etwas Konkretem ist, was nicht konkret ist, und dementsprechend ist das Wehren sich dagegen schwierig, weil wenn man es tatsächlich mit Fakten begegnet, dann ist man ein, ja, war so ähnlich, dann ist es woanders passiert oder dann hast du, das habe ich nicht gemeint, sondern das habe ich gemeint. Das Nachforschen ist unglaublich aufwendig. Ich habe das mal gemacht, weil Lockdown zu seinem Partner, da ging so ein Bild herum von einer Essensausgabe, offensichtlich einer Essensausgabe, und es war aber auch noch die Stadt angegeben und ich glaube, es war Toronto. Und das ist Women's Shelter oben, also es war offensichtlich ein Frauenhaus, und davor standen aber die ersten drei Leute in der Schlange, waren Männer. Und die Erzählung drunter war, jetzt wo sich jeder sein Geschlecht aussuchen kann, drängen sich diese Männer vor und man sieht ja da hinten, die Frauen müssen ganz hinten stehen. Hab dann mit Google Maps und so weiter relativ schnell herausgefunden, wo dieses Shelter ist. Das war einfach eine Essensausgabe während Covid. Das heißt, es war für die ganze Nachbarschaft da. Ja? Leute, die Probleme hatten, sich ein Essen zu leisten, denen wurde mit dieser Infrastruktur dieses Women's Shelters geholfen, ein Essen auszugeben. Ja? Das heißt, sie sind völlig berechtigt da gestanden. Es waren sogar, also wurden dann Leute, die es ohnehin schon schwer haben, nochmal stigmatisiert, ja, weil sie es offensichtlich finanziell schwierig haben. Und es wurde dann natürlich in einen falschen Kontext gebracht. Das heißt, das Bild ist schon wahr, aber der Kontext quasi war falsch. Aber das kann man ja auch nicht mehr einfangen. Ne? Ich habe denen dann irgendwann geschrieben, die sind völlig aus allen Socken gefallen, dass das irgendwo im deutschsprachigen Raum dieses Bild herumgeht in dem Kontext. Aber das bekommt man dann ja nicht mehr. Aber das kostet viel, viel Zeit und es interessiert niemanden. Aber so funktionieren Kulturkämpfe. Und das ist natürlich die Anekdote. Ja? Und wir haben hier ein Bild an einem helllichten Tag in Toronto, Kanada. Diese Männer behaupten, sie sind Frauen und dann dürfen sie sich vordrängen. Und was damit geleistet wird mit diesen Kulturkämpfen, ist, dass ein Unwohlsein, ein Unbehagen zur Waffe gegen andere gemacht wird. Ja, das heißt, es gibt hier eine Krisensituation, es gibt eine schwierige Situation, man kann vielleicht noch gar nicht in Worte fassen, quasi auf welcher Ebene man das jetzt gerade schwierig findet oder wo es ein Unbehagen gibt. Es gibt auch gesellschaftliche Entwicklungen, wo man vielleicht noch nicht so mitkommt oder wo man noch nicht das Vokabular hat, die man nicht versteht. Und Kulturkämpfe nehmen das und richten gezielt die Waffe auf eine Gruppe und sagen, die wollen euch was Schlechtes. Da sind wir eigentlich in klassisch rechtsextremen, rechtspopulistischen Rhetoriken von wir gegen die anderen. Es kann kein Miteinander geben, es kann nur ein Gegeneinander geben. Genau das machen Kulturkämpfe auch. Die Themenlage, und also im Prinzip könnte man jedes Thema zum Kulturkampf machen. Ja, man kann, ich bin noch immer völlig verblüfft, dass etwas so Langweiliges wie die Wärmepumpe ein Kulturkampfthema wurde, weil... wenn man in verschiedene Länder schaut, kommt man drauf, Dinge, die man selbst als völlig banal, nicht politisch empfindet, sind woanders ein Kulturkampfthema.
Aber natürlich gibt es Cluster rund um Klimaschutz, Genderfragen und Antirassismus. Weil die Grunderzählung, also diese Kulturkämpfe sind nicht nur quasi eine Fingerübung, sondern die setzen quasi rechtsextreme Rhetorik fort. Und die Grunderzählung ist natürlich eine Verschwörungserzählung. Das ist das, was der kleinste gemeinsame Nenner im ideologischen Kern ist, es gibt ein Volk, das wird von einer Elite unterdrückt. Ja, diese Elite, die sind diskobal und also das ist natürlich ein Andocken an historischen antisemitischen Verschwörungserzählungen. Und diese Eliten verbünden sich mit Minderheiten. Die kriegen dann spezielle Privilegien, die kriegen dann Gesetze, die kriegen eine eigene Sprache, die kriegen Handys, was auch immer, Zugang, Steuererleichterungen, wie ich es heute gelernt habe. Und dieses Volk wird von oben und unten zerstört. Und deswegen erwächst aus dem Volk die Stimme der schweigenden Mehrheit, das ist dann die rechtsextreme Partei, der Volkskanzler, wer auch immer, der sich mutig als Märtyrer gegen diese Eliten stellt, gegen diese Mächtigen stellt. Das erzählen sich alle Parteien, ob außerparlamentarischer Rechtsextremismus, das ist die Story, immer und immer und immer wieder. Und das war noch zu kompliziert. Und durch diese Kulturkämpfe, die sind quasi nochmal eine Zuspitzung dieser Verschwörungserzählung. Und deswegen funktioniert das auch mit Wärmepumpen, weil man dann immer erzählen kann, ja, diese Wärmepumpen sind ein Mittel der Unterdrückung dieser globalen Eliten und Klaus Schwab und WEF und George Soros und die haben alle was damit zu tun. Oder das Tempolimit oder das Verbrenner aus oder die geschlechtergerechte Sprache oder der Sexualkundeunterricht in den Schulen und Kindergärten oder. Ja. Also wir können jetzt wirklich die vegane Weißwurst am Oktoberfest. Ja. Also wir können jetzt jedes Thema hernehmen und das ist für sich natürlich basal. Aber weil quasi diese Story, diese Narration immer mitschwingt, deswegen funktionieren sie. Weil dieses Unbehagen aufgegriffen wird und dieses Unbehagen eine Form bekommt. Nämlich, ich werde wirklich unterdrückt. Ich habe zu Recht, fühle ich mich schlecht, weil da gibt es ja offensichtlich die Leute, die gegen mich sind. Und endlich tut wer was für mich. Hier das quasi Urbeispiel des Kulturkampfs hergenommen. Das ist der War on Christmas, der Kampf gegen Weihnachten. Das ist jetzt tatsächlich schon so eine knapp 30 Jahre alte Geschichte, die jede Weihnachten wieder aufgewärmt wird. Die Geschichte ist die, diese ganzen liberalen Präsidenten und diese ganze liberale Elite sagt zu Weihnachten nicht mehr Weihnachten, sondern sie sagen Happy Holidays. Mit Happy Holidays ist Weihnachten nicht gemeint. Ich sage nur die quasi, Etymologie von Holidays, das Holy, also es ist, das religiöse Ding ist drinnen in den Holidays, aber das interessiert natürlich nicht, weil man muss Christmas sagen. Dass da diverse andere Feste noch drinnen sind, egal, ja, es muss Weihnachten gesagt werden. Und der Indikator, wie schlimm es wirklich ist, ist jedes Jahr wieder der Holiday Cup von Starbucks. Weil offensichtlich ist Starbucks die große religiöse, gesellschaftliche Institution. Und wenn auf der Starbucks Holiday Cup nicht Baby Jesus drauf ist, quasi ist Weihnachten wieder einmal verloren. Ich glaube, letztes Jahr war es überhaupt nur ganz rot, also, ganz schlimm. Und dementsprechend muss man hier zum Weihnachten und die eigene religiöse Identität, ich sage das natürlich ein bisschen salopp, weil es ist halt auch richtig doof, aber quasi die Leute, ich glaube natürlich dann wirklich, ja, ihre religiöse Identität wird hier bedroht, weil Weihnachten, wie wir wissen, spielt keine Rolle in der amerikanischen Gesellschaft oder der amerikanischen Popkultur. Fällt kein einziger Weihnachtsfilm ein. Dementsprechend muss man um Weihnachten kämpfen. Das hat dann, ich meine, das könnte man jetzt abtun, als da wirklich ein paar Leute, die nichts Besseres zu tun haben, aber muss ich vorstellen, als Trump ins Weiße Haus gekommen ist, ist er bei der Pressekonferenz, ich kann das mal nachmachen, niemand kann Trump nachmachen, ja, aber hat er sich quasi dezidiert hingestellt und hat gesagt, Merry Christmas ins Mikrofon. Und das wurde dann gefeiert
weil quasi aus dem Untergrund heraus wurde Weihnachten gerettet vom amerikanischen Präsidenten. Und es gibt da, habt ihr den Ausschnitt, wo sie ein ganzes Video gedreht haben mit, wir sagen jetzt wieder Merry Christmas. Und haben jetzt hier Weihnachten gerettet. Und das ist natürlich Kulturkampf ohne Ende, weil es um nichts geht. Ja, man könnte jetzt nicht mehr sagen, was sie wollen, außer vielleicht, dass Starbucks irgendwie Baby Jesus und Maria auf die Wegwerfbecher gibt. Ich meine, mir fällt jetzt, ich finde das ja. Ich finde das ja eine Beleidigung und ich bin nicht mal besonders katholisch. Ich bin gar nicht katholisch, aber egal. Es funktioniert aber, ne? Weil es natürlich, es ist eine Sache von Identität, es ist eine Sache von Kultur, man kann sich abgrenzen gegen andere, man vermutet, dass die Eliten dahinter stehen. Und es gibt genau dasselbe parallel im deutschsprachigen Raum. Nicht mit Frohe Weihnachten, weil man sagt natürlich, ne, Frohe Weihnachten und nicht schöne Feiertage, das hat sich nicht festgesetzt, sondern der Nikolaus, ne? Die Nikolauslüge. Das hat tatsächlich die FPÖ in Österreich begonnen, schon vor 25 Jahren oder so. Und die Erzählung ist, die SPÖ, also die Sozialdemokratische Partei in Wien, hasst den Nikolaus offensichtlich. Und deswegen, um quasi einen Kniefall vor diesen ganzen vielen muslimischen Kindern zu machen, darf der Nikolaus nicht mehr in die Kindergärten. Und der Nikolaus muss jetzt gerettet werden, ja, weil unsere Traditionen. Es gibt einen realen Hintergrund, nämlich dass in überarbeiteten pädagogischen Konzepten man draufgekommen ist, dass bei den ganz kleinen Kindern, also bei den Einjährigen oder teilweise unter Einjährigen, es gar nicht mal so toll ist, wenn ein fremder Mann einfach in die Kinderkrippe kommt und dann sagt, dass sie böse waren. Weswegen man dazu übergegangen ist, dass sie Nikolaussackerl in die Garderobe zu stellen oder dass es so ein großes, gesammeltes, was auch immer gegeben hat. Also gab es verschiedene Sachen, die man ausprobieren hat, wo ja, real, wirklich der Nikolaus nicht im Kindergarten war. Aber es das heißt nicht, dass man nicht Nikolaus gefeiert hat. Das ist aber schon zu viel Differenzierung, also musste man den Nikolaus retten. Und ich schwöre, am 6. Dezember kann man sich in Wien quasi auf die Straße vor Kindergärten stellen und ich glaube, der ganze Innenpolitik-Journalismus hängt an irgendwelchen Fenstern und schaut, ob der Nikolaus wirklich in den Kindergärten ist und dann muss jetzt immer der Nikolaus in die Kindergärten kommen. Wurscht, der schwarze Pädagogik, wurscht, ob diese Kinder weinen oder Angst haben, ja, der Nikolaus ist gerettet. Und es wird aber jedes Mal wieder aufgewärmt, ja, weil wir haben die Anekdote, wir sehen es hier, das ist vom letzten Jahr, in irgendeiner Dorfkindergarten, irgendwo wollte man schon wieder pädagogisch irgendwie progressiv sein und hat sich irgendwie was überlegt zum Nikolaus, aber die FPÖ in Form des stellvertretenden niederösterreichischen Landeshauptfrau, der Herr Landbauer, das hört er besonders gern, muss dann quasi gleich intervenieren und sagen, also der Nikolaus muss gerettet werden. Und ich habe vor ein paar Jahren gesagt, ich wette, wenn der Nikolaus dann gerettet ist und es das nicht mehr gibt, dann gehen sie zum Krampus über und es ist tatsächlich so, dass seit ein paar Jahren die FPÖ auch fordert, nicht der Nikolaus muss in die Kindergärten, sondern auch der Krampus. Ja? Dann sind wir halt endgültig so im Jahr 1905 wieder angelangt, wo irgendwelche einjährigen Kinder mit Krampus, mit Ketten besucht werden und gesagt bekommen, dass sie in den Sack gesteckt. Schöne Tradition. Also, sind wir nicht in einer, das ist eine Alpengeschichte, wer den Krampus nicht kennt, das ist ein großes, pelziges, googelt es, das ist schön, großes, pelziges Viech mit Hörnern und so einer heraushängenden Zunge, das Kette und einen Sack hat und alle Kinder, die schlimm waren, kommen in den Sack und die braven Kinder bekommen vom Nikolaus ein Geschenk. Ja, also schöne katholische Alpenerziehung, so machen wir das. Auf jeden Fall fordert die FPÖ jetzt, dass der Krampus auch wieder widerspricht jeglicher quasi pädagogischen Arbeit der letzten Jahrzehnte. Aber Scherz beiseite, das sind natürlich Kulturkämpfe. Und wir sehen das auch, dass sich diese Weihnachtskulturkämpfe auch rund um Weihnachtsmärkte, Christkindlmärkte, Weihnachtsmärkte, die dann Wintermärkte heißen. Aber sie heißen natürlich Wintermärkte nicht, weil die Leute einen Hass auf Weihnachten haben, sondern damit sie es einfach länger machen können, damit es bis in den Jänner
diese Buden stehen lassen haben können und deswegen musst du es Wintermarkt nennen. Aber auch das, ja, sehen wir jedes Mal wieder, oder Schneeflocken, irgendwas, Markt heißt es dann, damit es einfach von Anfang November bis Ende Jänner stehen kann. Aber in der Erzählung der Kulturkämpfer ist es natürlich, das sind Leute, die hassen Weihnachten und deswegen heißt es nicht mehr Christkindlmarkt. Das ist Kulturkampf. Ja. Es ist hochemotionalisierend, es ist ganz tief quasi an der eigenen Identität und es muss ein böses anderes geben. Was wir auf jeden Fall sehen ist, diese Kulturkämpfe, jetzt habe ich von diesem War on Christmas gesprochen, das war natürlich ein sehr amerikanisches Phänomen, aber die Kulturkämpfe werden zunehmend transnational. Das heißt, Ländergrenzen und Sprachgrenzen spielen keine Rolle mehr. Klar, wenn ich mit einem Klick alles übersetzen kann, ist es egal. Das heißt, wir sehen auch eine Uniformierung der Kulturkämpfe. Das heißt, die Kulturkämpfe sind überall dieselben mittlerweile. Und sie müssen nicht mit der realen Realität korrespondieren. Ich war jetzt vor ein paar Monaten in Schweden und dann gibt es so eine Debatte um diese Drag Queen Story aus. Aber es gibt es nicht mal in Stockholm. Ja? Also es gibt keine Drag Queens in Stockholm oder gab es zu dem Zeitpunkt nicht, die Kindern Geschichten vorlesen und trotzdem quasi muss verboten und was weiß ich was werden, obwohl es real nicht gibt. Weil natürlich diese Kulturkämpfe nicht als Fläche quasi die Realität haben und nicht die politische Realität in einem Land haben, sondern der Resonanzraum ist Social Media. Und deswegen, was woanders funktioniert, übernimmt man und genauso spielt man wieder zurück. Und es ist nicht nur, quasi, man übernimmt aus den USA, sondern es spielt genauso gut. Wird es. Also ich glaube, dass Remigration noch eine Debatte sein wird im amerikanischen Wahlkampf, nur so als Vermutung, weil diese Kanäle in alle Richtungen gehen. Dementsprechend funktioniert diese Transnationalisierung und diese Uniformierung. Und quasi es ist ein gemeinsamer Nenner eines sehr ausdifferenzierten Rechtsextremismus, der sich in viele, viele Subsparten aufgeschlüsselt hat, von dieser ganzen Männerrechts, Incels-Geschichten bis hin zu so einem Influencer-Rechtsextremismus, bis hin zu diesen ganzen Remigrations-, diese Ableger der identitären Geschichten. Wir erleben aber auch, dass konservative, liberale, bis hin zu sozialdemokratischen und grünen Kräften sehr stark auf diese Kulturkämpfe auch aufspringen können, weil du ja nicht in einer Organisation beitrittst, sondern weil du einfach bei einer sozialen Dynamik mitmachst und das ist ein Unterschied. Und deswegen ist man sehr pragmatisch in der Themenwahl. Es gibt kein Dogma mehr, also der traditionelle Rechtsextremismus oder sogar der Neonazismus, die müssen über Südtirol reden und die müssen über die Benesch-Dekrete reden. Und ich meine, wen interessiert es? Ich hoffe, niemand ist in Südtirol da. Ich habe das mal in Innsbruck gesagt, wen interessiert Südtirol? Ja, das ist nicht das, womit du irgendwie Mehrheiten gewinnst, sondern das, was funktioniert, das macht man. Und wenn das einmal heißt, man ist für Feminismus, weil man ihn gegen Migranten verwenden kann, dann stellt man sich als die Superfeministen her und im nächsten Moment sagt man wieder, der Feminismus bewirkt, dass die ganzen weißen Frauen keine Kinder bekommen. Aber es muss auch nicht kohärent sein miteinander. Und was man auch nicht unterschätzen darf, und dann komme ich auch schon zum Ende, ist, es funktioniert auch deswegen, weil diese Kulturkämpfe unglaublich gute Geschäftsmodelle sind. Ja, sehr viele Menschen verdienen sehr, sehr viel Geld damit, diese Kulturkämpfe am Köcheln zu halten. Das sind neue mediale politische Projekte. Das ist natürlich quasi finanziell rentiert sich das. Man bekommt auch sozialen Einfluss, man bekommt politischen Einfluss durch diese Kulturkampfgeschichten. Und dementsprechend ist das ganz oft ein Geschäftsmodell, auch einfach in eigener Sache. Ob die Menschen dahinter das wirklich glauben oder nicht, sei dahingestellt. Was es aber macht, ist, ich habe vorher schon von diesen Organisierungen gesprochen, ich glaube, dass es eine Form der politischen Organisierung gibt, die quasi organisiert ist im Sinne von Schlägertrupps. Aber was diese Kulturkämpfe machen, ist eine soziale Dynamik, die Leute zu einem Mob zurichtet. Ne?
von Hannah Arendt wissen wir quasi Faschismus als Bündnis zwischen Mob und Elite. Und ich glaube, dass wir mit dieser Idee des Mobs, der ja nicht organisierte Masse ist, der ist schon Masse, aber nicht politisch organisierte Masse, sondern quasi ein Rausch, ein Überschwall an Emotionen, an negativer Emotion, der sich auch der Steuerung von außen entzieht, ja, sondern der eine Eigendynamik bekommt, dass das etwas ist, was wir durch die Kulturkämpfe im digitalen Raum sehen. Ja, dass wir es mit einem Mob zu tun haben, der befeuert wird von Schlägertrupps, der gefüttert wird von der organisierten neuen Rechten, faschistischen Rechten. Und ich meine, da sind wir wieder, da machen wir jetzt den Weg zurück, quasi zu dem, was die neue Rechte schon in den 60ern wollte. Das sind Anleitungen zum Bürgerkrieg. Also das, was sie wollen und das, was sie praktizieren und das, was sie auch glauben, was sie tun, ist Krieg. Deswegen ist Culture Wars eigentlich besser als Kulturkampf. Der Kampf ist schon fast zu milde für das, was hier passiert. Diese Leute wähnen sich im Krieg, die sehen sich als Soldaten, die haben militärische Strategien. Und deswegen ist auch der Weg zur Gewalt, zur digitalen Gewalt, aber auch zur physischen Gewalt in Form von Terrorismus, ist ja so unglaublich kurz. Ja, diese Menschen, die radikalisieren sich ja innerhalb von wenigen Monaten, diese aktuellen Formen des Rechtsterrorismus, die wir sehen, das sind ja keine Leute, die seit 20 Jahren da irgendwie geformt werden, sondern der Attentäter von Buffalo hat sich innerhalb von 8 Monaten radikalisiert, dass er zur Waffe greift und Menschen erschießt. Und das funktioniert durch diese Mob-Dynamik, das funktioniert durch diese Idee, man ist in einem Krieg und es geht um die eigene Existenz, um die eigene Identität. Achso, ich habe noch eine Folie. Gott, ich muss weniger reden. Warum funktionieren diese Kulturkämpfe? Ich habe es eh schon ein bisschen gesagt. Weil es viel, viel Frustration gibt in der Gesellschaft, durch diese Krisen, durch diese Nichtbearbeitung oder durch diese Fehlbearbeitung der Krisen. Und diese Frustration, das lässt sich messen bei diesen Einstellungsstudien. Die Menschen können vielleicht nicht sagen, was sie frustriert, aber sie sind frustriert. Sie haben ein Unbehagen, ein Disconnect quasi, ist es in den englischen Studien, zwischen was sie glauben, wo sie stehen müssten und wo sie stehen in der Bevölkerung. Sie haben alles richtig gemacht und irgendwie das Haus und der Hund und die 2 Urlaube im Jahr und das, nein, das ist nicht da. Ja? Oder die Frau, die man irgendwie versprochen bekommt, wenn man ein junger Mann ist und irgendwie wollen die Frauen gar nicht. Ja? Wo ist die Frau? Und ich meine, das ist ein reales Unbehagen. Das ist übrigens etwas, womit Maximilian Krah, warum sind die so erfolgreich auf TikTok? Er hat sich schon mal angeschaut, quasi, was der macht. Der verspricht es genau. Du wirst Familie haben. Ja, das ist genau das Versprechen, dass auf diese Frustration, ich bin ein Mann, Mitte 20, das funktioniert nicht so, wie es für meine Eltern funktioniert hat. Ich kann mit Frauen nicht mal reden oder ich weiß nicht, die machen alle so komische Sachen. Und dann kommt der Krah daher und sagt, nein, alles gut, ne? Du wirst deine Familie haben und du wirst das Familienoberhaupt sein. Und das wird diese quasi, dieses patriarchale Verständnis von Familie wird weiter existieren. Das ist genau das Spiel mit diesen Frustrationen und diesem Unbehagen. Und das wird dann auf zu Kulturkämpfen gemacht. Genau, und dieses Unbehagen, diese Frustration, das wäre zu billig zu sagen, ja, das sind alles die materiellen Verhältnisse. Ne? Ja, sind sie und das lässt sich auch messen. Ja, also Leute haben Angst. Miete, Wohnen, großes Thema. Das geht nach oben in allen aktuellen Studien, die man hat. Ja, Inflation, Preise, das ist alles real. Und es gibt auch ein Unbehagen quasi mit gesellschaftlicher Entwicklung. Ja, das ist immer dann, wie es gefasst wird in dieser Studie. Demokratie, ja, das kann natürlich in alle Richtungen kann das interpretiert werden. Aber ich sage, es gibt auch dieses mit, was ist diese Gesellschaft, in der ich lebe? Ja? Was ist das Selbstverständnis von dieser Gesellschaft, in der ich lebe? Dieses Unbehagen gibt es auch. Und es lässt sich auch nicht so sehr voneinander trennen. Ich weiß, dass sich das viele Linke gerne wünschen, dass es quasi nur ums Materielle geht. Und es geht viel zu wenig ums Materielle, das stimmt schon. Aber es ist eben nicht nur, sondern es ist kompliziert. Und das Unbehagen
das ist ja keine man macht ja keine wissenschaftliche Studie mit sich selbst, sondern es ist ein Gefühl, das sich sicher aus ganz vielem speist. Den Vertrauensverlust habe ich schon erwähnt. Die eigene Rolle in der Gesellschaft, das habe ich auch schon erwähnt. Das erklärt auch die Frustration von jungen Männern, ja, die natürlich anders sozialisiert sind, andere Frustrationstoleranz haben als Frauen, Mädchen, die schon viel früher wissen, dass sie sich ihren Platz erkämpfen müssen, die schon viel früher quasi da resilienter sind. Wobei wir auch sehen, dass gerade Frauen und Mädchen auch eine Gruppe wird, die gewonnen wird von der extremen Rechten. Also es ist nicht ganz so dichotom. Und die größte Korrelation sehen wir natürlich von Menschen, die sich nicht in der Zukunft sehen. Die nicht wissen, also die glauben, sie haben keine Zukunft. Ja, und die massiv schlecht in ihre Zukunft schauen, die sind anfällig für das Wählen der extremen Rechten und für das Bejahen von diesen Kulturkampf-Agenten. Das hat natürlich was mit einer Überforderung zu tun und mit der Komplexität und der Intensität und der Fortdauer dieser Krisen. Das ist, meine ich jetzt hier nicht mal wertend, sondern ich finde auch, dass das verständlich ist, nicht die ganze Zeit im Krisenmodus leben zu müssen, auch wenn es nur ein gefühlter Krisenmodus ist, auch wenn im Vergleich zu anderen es nicht so schlimm ist, aber man lebt nicht im Vergleich, sondern man lebt mit sich selbst. Und natürlich wird das dann befeuert durch diese Kulturkämpfe. Also die Leute werden ja nicht glücklicher in den Kulturkämpfen, sondern es wird noch schlimmer und noch schlimmer und noch schlimmer, umso länger man diesen Kulturkämpfen ausgesetzt ist. Und es funktioniert natürlich auch, weil es anschlussfähig ist an tradierte Erzählungen über Rassismus, Antisemitismus, Misogynie. Ja, dass, wenn man diese ganzen Verschwörungserzählungen vergleicht, das kann man als Blaupause eigentlich fast drüberlegen über Anfang des 20. Jahrhunderts, weil es in seiner Struktur so ähnlich ist. So, jetzt komme ich schon zu einem Fazit. Puh, ich muss dieses Buch schreiben. Ja. Wir erleben eine unglaubliche Diversifizierung des Rechtsextremismus. Es gibt nicht den Rechtsextremismus. Es gibt ganz viele Subgenres, von dem, wo es auch ganz leicht ist zu sagen, also von denen distanziere ich mich, aber von denen allen nicht. Aber die gemeinsame Klammer, das gemeinsame Mittel der Wahl sind diese Kulturkämpfe. Die Transnationalisierung, das Abrutschen des Konservatismus, der auf diese Kulturkämpfe aufspringt und die mitmacht, ganz unabhängig davon, ob der ideologische Kern das trägt oder nicht, ob das dazu passt oder nicht, aber bis hin auch in ganz viele andere politische Lager. Was wir erleben, ist die Instrumentierung eines realen Unbehagens. Ja? Ob es berechtigt ist oder nicht, kann man alles diskutieren, aber es ist real. Und das ist ganz wichtig zu sagen. Und Angst ist eine der negativsten oder der essentiellsten Emotionen, die man haben kann. Diese Angst, wenn die immer weiter befeuert wird, dann verfestigt sich die. Und damit mit Rationalität oder mit hab keine Angst anzukommen, ist sehr schwach. Ja? Das heißt, man wird sich etwas anderes überlegen müssen. Und ich glaube, ich ende nie auf einer guten Note, aber ich glaube, was wir hier sehen, ist die Formierung eines neuen faschistischen Projekts. Dass nicht nur eine Fingerübung ist, sondern das, was diese Kulturkämpfer wollen, diese Destabilisierung der Demokratie, dieses Überwinden von Gesellschaft, ich glaube, dass es ein Antigesellschaftsprojekt ist. Das heißt, man will nicht in einer Gesellschaft zusammenleben. Man möchte die Aushandlungsprozesse einer Gesellschaft nicht. Man möchte die Pluralität einer Gesellschaft nicht. Man möchte die Kompromisse einer Gesellschaft nicht. Sondern dass es eine andere Form des Zusammenlebens als wünschenswert dargestellt wird. Also wenn das zerstört ist durch die Kulturkämpfe, dass darauf eine traditionalistische, völkische, faschistische Hegemonie gesetzt wird. Und deswegen sind diese Kulturkämpfe, sie sind lustig, sie sind doof, das wissen wir alle, aber ich glaube, dass sie die Waffe eines faschistischen Projekts sind, das sich formiert. Und damit sage ich Dankeschön.
Genau. Es gibt jetzt natürlich die Möglichkeit für Fragen oder Anmerkungen. Dankeschön, André. Mein Name. Du hast die Mobs und die digitale Gewalt angesprochen und ich habe anderthalb persönliche Fragen. Ich habe selber zum Thema Konservativismus, Rechtsextremismus geforscht und publiziert. Ich hatte 3 Shitstorms im digitalen Raum. Ich hatte 3 Cancels, inklusive meiner Dissertation, die im Kontext Marcel Wohnert aus Wikipedia rausgecancelt wurde. Und also meine Fragen sind, ich bin darüber krank geworden. Mein letzter Artikel in diesem Bereich liegt gerade im Peer Review und das war es erstmal für mich. Wie gehst du damit um? Also welche Strategien hast du? Du bist viel mehr in der Öffentlichkeit als ich. Wo holst du die Kraft her und was kannst du mir für Tipps geben? Also mal tut es mir voll leid, weil ich weiß, also es ist kein Wettbewerb, weil man lebt nicht im Vergleich, sondern wenn man sowas erlebt, es ist so furchtbar, man ist so exponiert, man ist so alleine auf einmal und man sitzt ja nur daheim und sieht das alles und man weiß rational, am besten wäre es, ich würde das jetzt weglegen und irgendwie eine Runde spazieren gehen, aber man kann nicht, man möchte es sehen und muss das sehen und das macht einen krank. Mich hat es auch krank gemacht, also es ist richtig schlimm. Und es ist Gewalt. Und das finde ich ganz wichtig, zu sagen, nicht mir ist etwas passiert oder das ist jetzt sehr unangenehm, sehr peinlich. Finde ich noch immer, also kämpfe ich auch mit mir selbst. Ja. Aber dir wurde Gewalt angetan. Und es ist Gewalt. Es ist Gewalt, wenn du nicht mehr schlafen kannst. Und es ist Gewalt, wenn du Flashbacks bekommst. Und es ist Gewalt, wenn du dich so schlecht fühlst, dass du dich nicht rühren kannst. Das ist Gewalt. Die wurde dir angetan. Du bist ein Opfer von Gewalt. Ich finde, es ist ganz wichtig, das zu sehen und das umzukehren. Ja, nicht zu sagen, ich habe was falsch gemacht. Weil selbst wenn du was falsch gemacht hättest, was ich sicher nicht annehme, aber selbst wenn, hat niemand ein Recht, so darauf zu reagieren. Ja, selbst wenn. Und was auch wichtig ist, und damit kämpfe ich auch, ist, es ist keine Bewertung von dir als Person. Ob du ein guter, ein netter Mensch bist, ein umgänglicher Mensch bist, ja, ob du Gutes tust, sondern es geht hier um eine Rolle, die dir zugeschrieben wird und die du hast. Aber es geht nicht um dich als Person, sondern diese Shitstorms und diese Sachen passieren, weil man dich als Gefahr oder als nicht wünschenswert quasi in der Position sieht, wo du bist, ja, weil da Dinge raufprojiziert werden, die nichts mit dir zu tun haben, gar nichts. Sondern hier etwas anderes verhandelt wird. Und das ist so ungerecht, dass das anhand von dir als Person gemacht wird, ja, aber du als Mensch, als Person, als Freund, als Vater, als Sohn, als was auch immer, ja, stehst nicht zur Disposition. Und das ist wichtig, ja, weil sonst, das zermürbt einen ganz, ganz schnell. Und ich wünsche dir alles Gute und dass ich weiß, wie schwer es ist, ja, und dass du da drüber hinwegkommst. Für mich ist es auch ganz schwer. Ich wünschte, ich könnte jetzt hier sein, sagen, ich habe alles im Griff und so. Nein, habe ich nicht. Ja. Es ist schwer und es ist ungerecht. Ich wollte noch mal eine Frage stellen zu Gegenstrategien. Was können wir tun, um dieser Gewalt, diesem Hass effektiv was entgegenzusetzen und was sind da... Wie sind da die politischen Akteure gefordert, die sich in einem demokratischen Spektrum bzw. In dem Spektrum bewegen von wir wollen die AfD nicht, weil wir wollen diesen Kulturkampf nicht? Also es gibt natürlich ganz viele Ebenen. Ja. Das eine ist Feuerwehr, das ist das, was wir jetzt in Frankreich gesehen haben, ja, wo, wenn es hart auf hart kommt, Bündnispolitik, Allianzen quasi klar machen, rote Linien, mit allem, was man hat, sicherstellen, dass sie nicht in eine Machtposition kommen. Gut, das ist wichtig. Wichtig wäre natürlich weiter vorne anzugreifen und zu schauen, was hat denn dazu geführt, dass diese Parteien so stark sind, dass diese Diskurse so stark sind. Und natürlich, man muss darauf reagieren, vor allem wenn Leute betroffen sind. Ja? Also man muss sich immer vor Betroffene stellen, das ist klar. Ja, man darf sich nicht allein lassen und sagen, das ist ein doofer Shitstorm oder das ist ein doofer Kulturkampf, interessiert mich nicht und irgendwer bleibt über in dem Ganzen. Das darf nicht passieren. Aber man darf auch nicht immer diese Eskalationsspiralen reiten, weil das führt zu nichts.
sondern man muss auch den Fokus wegbekommen. Und das funktioniert nicht nur mit, wir müssen jetzt über was anderes reden und können wir nicht Sachpolitik machen oder mein Thema ist viel wichtiger als deins, sondern es muss schon, es muss quasi das, ich hasse das Wort Narrativ mittlerweile, aber es muss quasi die Klammer, die Emotion, mit der man einsteigt, das muss schon stimmen. Politik ist eben nicht nur Sachpolitik, ja, sondern es ist schon noch ein Gefühl, das vermittelt wird. Und es ist ein manipulierendes Gefühl, ein überwältigendes Gefühl, was hier passiert. Aber ich glaube schon, dass man noch positiv, solidarisch mit Gefühlen agieren kann. Und das Beispiel, was ich hier immer bringe, was mir einfach so gut gefällt, ist auch aus Kanada, das hat Labour dort gemacht. Die sind bei so Straßenaktionen, die sie gemacht haben, nicht hingegangen zu den Leuten und gesagt, das sind meine 10 Punkte, wir hassen die Rechten, wow, bitte wähl uns, weil nehme ich den Zettel und schmeiß weg und na, interessiert mich nicht. Sondern sind mit Leuten ins Gespräch gekommen, indem sie etwas gefragt haben. Und die Frage war, wann ist ein Tag ein guter Tag? Und da haben wir mal überlegen müssen und kommen ja selbst auf Dinge drauf. Man muss Leuten auch nicht alles sagen. Und die Antworten waren nicht, also mein perfekter Tag ist, 10 Ausländer werden abgeschoben, dann ja, hat sich's gelohnt, aus dem Bett aufzustehen. Ich meine, die das sagen, kannst weitergehen lassen. Und, ne? Aber was wollen Leute? Sie wollen nicht im Stau stehen. Gut, das ist ein sehr autozentriertes Land. Sie wollen Zeit haben. Zeit ist, glaube ich, eine der wichtigsten Versprechen, was man geben kann. Sie wollen keine Rechnungen haben und sie wollen, dass allen Menschen gut geht und dass niemand krank ist. Und sie wollen keinen Stress in der Arbeit. Ja, das waren so jetzt im Groben. Ich meine, das sind ganz kleine Träume in Wahrheit. Aber wenn ich über das dann diskutiere und sage, aber das ist das, was ihr gesagt habt, bin ich in ganz anderen Diskussionen drinnen, auch emotional, weil das ist, was man sich offensichtlich wünscht. Und dann kann ich sagen, ja, aber wieso kannst du eigentlich so viel Zeit mit deinen Kindern verbringen, wenn du dir das wünschst? Ja, na, ich muss arbeiten gehen. Warum musst du arbeiten gehen? Weil die Mietpreise, was auch immer, so hoch sind. Sehr vereinfacht jetzt. Ja, aber quasi, das macht andere Linien auf, als wenn ich diese Kulturkampflinien offen habe. Das ist was mir sehr, sehr gut gefällt und man kann die auch konterkarieren, ja? Wenn man so ein bisschen schlau angeht, man sollte sich nicht selbst übertrippeln. Mir hat das auch, das ist auch kein Geheimnis, gut gefallen, was der Andy Babler in Österreich gemacht hat, wie er nämlich auch begonnen hat. Andy Babler ist der aktuelle Vorsitzende der SPÖ. Die SPÖ hat eine sehr lustigen Wahlkampf zu ihrem Vorsitzenden. Googelt es. Rausgekommen ist auf jeden Fall, dass es der linkeste Kandidat gewonnen hat. Das ist eine Babler. Und der hat dann begonnen, von unseren Leuten zu sprechen. Das ist eigentlich ein Wording, das kennt man von der FPÖ. Und alle waren schockiert. Nur dass er natürlich die Linien anders gezogen hat und gesagt, unsere Leute, die arbeiten, unsere Leute, die daheim die Kinder betreuen und so weiter. Und damit sind vor allem dann so diese Liberalen und Bürgerlichen, kommen da dann gar nicht zurechtgekommen, weil was meint der, wenn er kann, so kann er dasselbe sagen und was anderes meinen. Das verschiebt es dann. Ja? Und zu sagen, ja klar, ist meine Arbeitskollegin, gehört die zu mir, ja klar, gehört mein Nachbar zu mir, ist mir doch egal, wie der heißt und welche Religion der hat, aber wir teilen eine Lebensrealität. Und natürlich gehören wir zusammen. Und ich glaube, so kann man auch diskursiv oder rhetorisch mit diesen Kulturkämpfen umgehen. Aber nur auf ihnen zu reiten und quasi in einem Eskalationskampf immer noch mehr und noch mehr und noch mehr und schaut, wie schlimm und so furchtbar und so furchtbar und so furchtbar, zahlt meines Erachtens am Ende aufs Konto der extremen Rechten ein. Danke für den Vortrag. Ein Gedanke, den ich so gehabt habe, ist, dass so diese sehr liberalen Marktlogiken, dass sie so ein bisschen so zwei Seiten haben. Also zum einen vertragen die sich überhaupt nicht mit diesem rechten Programm, dieser rechten Gesellschaftsvorstellung.
Und gleichzeitig sind es ja irgendwie genau diese Akteure, die das auch so vorantreiben, wenn man jetzt über Rita Thiel spricht. Und da habe ich mich gefragt, was Sie so dazu denken, woher dieser Konflikt kommt oder wie der sich lösen lässt. Gar nicht, ja. Also das ist so die Kurzfassung. Es ist halt interessant, ja, weil natürlich gerade auch der neoliberale Kapitalismus verschiedene Fraktionen hat, die höchst unterschiedlich agieren auf gesellschaftspolitischer Ebene. Ja. Natürlich gibt es die Leute, die Pride Flag und wir sind alle jetzt Feministinnen und sind jetzt so nachhaltig und achtsam und bitte kauft unsere Produkte. Die jetzt quasi die grüne Green Capitalism, die da jetzt das sehen und natürlich jetzt auch total klimaschützend sind. In den USA hat man quasi, weil da dieses Präsidentschaftsamt auch ein moralisches Amt ist, ja, auch so ein moralischer Leader quasi der Nation ist, nachdem Trump da ausgelassen hat, sind ganz viele von diesen großen Konzernen eingesprungen und haben so ein Value Capitalism. Also wir geben jetzt die Werte vor, ja? So Nike und Colin Kaepernick haben jetzt uns gesagt, Rassismus ist schlecht und so, also nichts gegen Colin Kaepernick, ja? Der hat da real Opfer gebracht, ja? Weil Nike war auf einmal, hat sich dahingestellt als quasi die jetzt auch gegen Rassismus sind. Und das korrespondiert dann natürlich mittlerweile. Ja, und dann ist es natürlich, kann man wieder sagen, also diese Multimilliardenkonzerne Nike, von denen lasse ich mir nichts sagen. Ich mache das Gegenteil. Und dann kann ich auch gegen die Eliten sein. Und dann nehmen diese Kulturkämpfe Fahrt auf. Aber das Bizarre an dem Ganzen ist ja, dass dieser Elitenbegriff ja kein soziologisch fassbarer Begriff ist. Der geht ja nicht nach irgendwelchen Parametern, die man erklären könnte oder die man festmachen könnte mit Zahlen, sondern es ist auch eine gefühlte Kategorie. Also wir alle sind natürlich Elite, ja, und die Kulturarbeiterin im Stadttheater ist Elite, aber Elon Musk ist nicht Elite. Ja. Und das ist natürlich, oder Peter Thiel ist nicht Elite, sondern der ist der Kämpfer aus dem Volk, der es den Eliten zeigt. Oder Donald Trump. Dementsprechend müssen sie sich auch nicht erklären, dass sie irgendwie nach allen anderen Parametern Teil der Elite sind, weil sie es gefühlt nicht sind, ja? Weil sie es in der Behauptung nicht sind. Und das reicht dann. Und das reicht dann, um zu sagen, jetzt zeigen wir es denen da oben. Ja? Es gibt nicht noch mehr oben, also über diesen Leuten nicht mehr viel. Insofern darf man das nicht mit quasi rationalen Kategorien, sondern es sind Gefühlskategorien. Und ich glaube, bei so Klimaschutzgeschichten, ja, dann ist es schon schwierig manchmal mit Elon Musk, aber und am Anfang war er ja für die Ukraine und hat diese Starlink-Sachen bereitgestellt. Und jetzt ist er, ruft er zu oft, diesen Krieg zu beenden, und er fragt sich, an wen er appelliert. Also man sieht, dass man sich hier auch wenden kann und das so herrichten kann, wie man das möchte. Aber es hat keine Rationalität dahinter. Ja? Auf der Kulturkampfebene kann ich das total nachvollziehen. Was ich mich gefragt habe, ist, dass auf so einer realpolitischen Ebene, also macht das Sinn für diese Akteure, ein faschistisches Projekt real umzusetzen, weil es ihre eigenen Kapitalinteressen einschränkt? Das ist eine sehr gute Frage. Und da gibt es, ich finde das ja eine spannende Diskussion, ne, zu fragen, ob dieser quasi dieser Rechtslibertarismus, dieser autoritäre Libertarismus, Amlinger Nachtwey, tolles Buch übrigens, ob man den quasi auch als Faschismus sieht. Ja, weil es auf dieser gesellschaftspolitischen Ebene ja ganz klar der Fall ist, und auf der wirtschaftspolitischen Ebene sind wir bei Millet und bei Zerschlagen des Staats, und es darf überhaupt keine staatlichen Institutionen geben und alles muss privat organisiert sein. Das clasht natürlich mit so einem protektionistischen Ansatz, den und so einem sozialstaatlichen Ansatz, den wir bei der deutschsprachigen Neuen Rechten sehen. Ja, so. Und da frage ich mich quasi, ob das wirklich clasht oder ob das quasi
auch so eine gefühlige Geschichte ist. Ja? Das heißt, wenn man den Almosen verteilen kann oder ein bisschen nett sein kann zu den weißen armen Menschen, fände man es schon okay. Und das würde vielleicht auch einhergehen mit diesen ultralibertären Ansätzen. Weiß ich nicht, ja, ob man das zusammenbringt oder ob es ein realer Widerspruch ist. Aber ich fände diese gesellschaftlichen Vorstellungen und diese wirtschaftspolitischen Vorstellungen von Millet, von Thiel, spannend mit faschismustheoretischen Ansätzen zu betrachten, weil es ja natürlich hier eine Historie gibt. Also gerade die Hayek-Gesellschaft, die jetzt Millet ausgezeichnet hat, gerade aus der Ecke gibt es hier diese Überschneidungen. Ja, auch historisch, Chicago School und so weiter, wo ich schon glaube, dass es zusammengeht, dass es aber unterschiedliche Ansätze sind, unterschiedliche faschistische Ansätze gibt und dass es auch mehrere Faschismen geben kann. Es war auch historisch so, dass nicht ein Faschismus gekommen ist und es unterschiedliche Ansätze geben und einer wurde stark. Und vielleicht sind wir auch jetzt in so einer Phase, wo man dann einfach sehen muss, was sich durchsetzt. Aber im Kern haben sie auf jeden Fall diese sozialdarwinistischen und eugenischen Ansätze. Und die sind ganz, ganz krass bei diesen autoritär-libertären Geschichten. Ich frage mich immer noch, warum fallen diese Kulturkämpfe auf so fruchtbaren Boden? Und da würde ich gerne von Ihnen wissen, was Sie zum Beispiel von Hypothesen halten, wie der von Susan Neiman, dass wir in unserer Gesellschaft durch die Entwicklung, auch natürlich die Analyse von Diskriminierungsprozessen, mit, sag ich mal, ja, der Berechtigung oder Legitimation von partikulären Identitäten geantwortet haben und dabei universalistische Geltungsansprüche eher aufgegeben haben. Das ist ja so der Kern ihrer Kritik. Und wenn man jetzt schaut, was diese Leute machen, warum die so anspringen, dann kann man ja sagen, ganz platt, also selbst wenn ich nichts zu beißen habe, selbst wenn ich ein Unbehagen spüre, die Identität kann ich mir auch leisten. Und da wäre für mich die Frage, wie wären vielleicht Diskurse zu verändern, auch im politischen Bereich, um sozusagen, ja, eine gewisse stärkere Kohäsion oder aufgehoben sein oder was für eine Erzählung kann man sozusagen dagegen setzen, dass sich die Leute sozusagen, ja, anerkannt fühlen. Wir haben Anerkennungsdefizite, glaube ich, das ist auch so ein Teil des Weges. Das sehe ich auf jeden Fall. Und ich verstehe die Argumentation, ja, und ich würde sogar bis zum Teil auch zustimmen, aber ich glaube, dass da einfach Abklärflächen gibt, die dann sehr falsche politische Analysen nach sich ziehen. Nämlich die Frage von Ursache und Wirkung. Das heißt, die Frage von Identität und das Aufbauen einer völkischen Identität, von Kulturidentität und so, das ist ja auch keine Sache der letzten 10 Jahre, sondern das ist das Projekt der extremen Rechten der letzten 150 Jahre. Ja. Immer in Abgrenzung zu einem rassistischen oder antisemitischen anderen oder auch quasi sozial anderen. Deswegen quasi, dass das neu wäre oder dass das eine direkte Reaktion ist, das sehe ich nicht, weil das die extreme Rechte tut, was die extreme Rechte immer schon getan hat. Das ist auch nicht der neue Aspekt an dem Ganzen. Ich glaube, dass es eine Reaktion auf Krisen ist. Was ich schon glaube, ist, dass es ein Fehler ist, keine progressive, solidarische, wie auch immer, ja, demokratische Gesamtklammer zu haben, ja, sondern es ist okay, jeder kann so sagen, wie er möchte, na klar, ja, das ist das liberale Versprechen, ich finde es auch wichtig, das zu verteidigen. Ich glaube aber schon, dass wir sage ich an dem, ich zumindest als Linke, Menschen nicht nur als einzelne Individuen sehe, ja, sondern da gibt es schon ein Kollektiv. Und der Liberalismus hat uns jetzt 30 Jahre lang gesagt, quasi alles, was mehr als 2 Menschen auf einem Haufen sind, ist quasi kurz vorm Faschismus. Ja, das muss man auch ablehnen, diesen Frame, sondern es gibt die solidarische, die vernünftige, die rationale, wie auch immer, quasi Organisierung eines Kollektivs. Und da muss man sich eben fragen, was ist das Verbindende?
Was ist das, was einen großen Teil der Menschen verbindet? Ich glaube, dass Arbeit ein wichtiger Faktor ist. Und Arbeit nicht nur bezahlte Arbeit, sondern auch die unbezahlte Arbeit. Ich glaube, dass die Frage nach Care-Arbeit eine der wichtigsten überhaupt ist. Aber gut, da gibt es viele Antworten drauf. Und womit ich ein bisschen dagegen wehren möchte, ist dieses, weil dann ist immer so, na, diese Feministinnen und diese da und die, die sind dann quasi alle so partikular. Ich sehe, dass es das gibt, diese Zweige. Ich bin mit denen auch zum größten Teil nicht einverstanden, aber daraus folgt ganz oft so eine Ablehnung, ja, von der, so, wir müssen jetzt aufhören mit diesem Feminismus oder mit diesem Antirassismus. Aber was Feminismus, was Antirassismus und andere Emanzipationsbewegungen ja immer gemacht haben, ist quasi universelle Rechte auch für partikulare Gruppen einzufordern. Und das umzudrehen und zu sagen, ihr fordert aber quasi was Partikulares ein, nein. Der Ursprung dieser Bewegungen war ja, dass diese universellen Rechte und diese universellen Logiken nicht gegolten haben für ganz viele Gruppen in der Gesellschaft. Und da ein Licht drauf zu scheinen und zu sagen, na, ja, wo sind unsere Rechte? Wo ist unser Universalismus? Ja, wer ist eigentlich gemeint mit Menschenrechte oder mit gilt für alle oder wir sind ja alle schon so gleichberechtigt? Und wer ist nicht gemeint? Das halte ich nach wie vor eine ganz zentrale emanzipatorische linke Aufgabe und das würde ich mir auch nicht wegnehmen lassen. Ja, dass man ausdiskutieren muss innerhalb von Gruppen, dass ich finde, das ist auch Fehlentwicklung, das hat es immer schon gegeben. Ja, ich bin auch historisch nicht mit allem einverstanden, was feministische Gruppen jemals getan haben. Ja, aber das ist halt das Wesen, dass man Dinge ausdiskutieren muss und dass man sich auch abgrenzen muss oder dann wieder zusammenfinden muss. Aber ich habe oft das Gefühl, jetzt nicht bei Susan Neumann, aber bei anderen, dass man dann im Bausch und Bogen sagen will, wir haben jetzt schon genug über Feminismus geredet, bitte nicht mehr. Aber man muss den universellen Charakter herausstreichen. Und im Endeffekt geht es immer um Mehrheiten. Es ist so, ja, also man wird nicht das 3D-Schach im Kopf und wir sind aber klüger und besser und schöner als ihr gewinnen, sondern es geht darum, eine gesellschaftliche Mehrheit zu organisieren, die demokratisch zu organisieren, die solidarisch zu organisieren. Und da muss man sich einfach im Jahr 2024 fragen, was bedeutet das, was sind die Arenen, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, welche Kämpfe ficht man und welche Kämpfe ficht man nicht, was ist zentral, was ist nicht zentral. Aber das kann ich auch nicht vorgeben hier, sondern das ist halt, ja, das muss man halt aushandeln. Genau, ich habe nochmal eine Nachfrage zur parteipolitischen Strategie. Also ich bin jetzt selber in der Partei aktiv, der SPD, und du hast am Anfang gesagt, dass viele, ja, also ich bin bei den Jusos mehr aktiv, aber nochmal als Differenz. Genau, also, du hast am Anfang gesagt, dass Gruppen wie die Gewerkschaften mehr Gehör momentan bekommen. Am Ende hast du gesagt, dass in die materielle Probleme zwar auch zu lösen sind, und jetzt Beispiele, wenn wir jetzt sagen, keine Ahnung, Kindergeld ist jetzt um 5 Euro erhöht worden in Deutschland, dass das jetzt nicht die Welt ist und dass es besser geht, bin ich ja voll dabei, aber ich glaube auch, dass materiell nicht alles, wenn man materiell versucht, alles zu lösen, das halt gesellschaftlich nicht klappt. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, müssen denn, also muss jetzt zum Beispiel die Sozialdemokratie nicht noch mehr mit Gewerkschaften arbeiten, weil ich einfach, also ich habe das Gefühl, das ist natürlich eine subjektive Perspektive, also, viele in der Partei oder auch allgemein in linken Gruppen sind den Gewerkschaften sehr nah, aber wir kriegen das noch nicht gesellschaftlich transportiert oder es ist, also man sieht gesellschaftlich gar nicht so diesen Zusammenwuchs. Muss man da zum Beispiel viel mehr machen? Also ich glaube auf jeden Fall, dass man Mann, wer auch immer dann Mann ist, ja, mehr mit Gewerkschaften machen muss. Einerseits, weil Gewerkschaften nach wie vor eine der bestorganisiertesten Gruppen ist, die es gibt in der Gesellschaft, und das ist nicht zu vernachlässigen, vor allem auch der Arbeiterinnenbewegung. Und zweitens, Gewerkschaften ein hohes Ansehen haben in der Bevölkerung nach wie vor. So diese Vertrauensverlustgeschichten, ja, sind Gewerkschaften immer noch weit oben. Und andererseits glaube ich nicht, dass Gewerkschaften dieses quasi Passive ist und dann, also, nehme ich nicht an, dass das jetzt so gemeint ist, ja, aber also ich glaube auch, dass sich Gewerkschaften ein bisschen überlegen müssen.
Wir haben jetzt, ich habe es vorhin gesagt, quasi gerade die Frage nach Care-Arbeit finde ich zum Beispiel ganz wichtig. Und das ist natürlich gleich das mit einem gewerkschaftlichen Arbeitsbegriff. Ja. Auch die Frage von Klimaschutz. Ja. Clash natürlich mit gewerkschaftlichen Forderungen. Anstatt es abzuwehren, ja, ich glaube, dass man nur stärker wird. In Österreich, ich propagiere das jetzt überall, wo ich bin, die Arbeiterkammer, das ist ein Spezifikum, das sind alle Leute in unselbstständigen Tätigkeiten automatisch Mitglied, ist eine sehr starke Vertreterin der Arbeiterinnenbewegung. Die haben sich jetzt schon seit einiger Zeit geöffnet und arbeiten mit Versuchung, die Bauholzgewerkschaft, also dort, wo die Bauarbeiterinnen organisiert sind, und die Klimaschützerinnen zusammenzubringen. Ja? Dann sind das so schöne Pressekonferenzen, wo die sehr netten jungen Klimaschützerinnen ja, in diesen klassischen Bauholzgewerkschaften stehen. Und natürlich merkt man, das ist jeweils eine andere Welt, aber man versucht irgendwie das Gemeinsame zu finden und was heißt das? Wie kann das eben nicht gegeneinander funktionieren? Und die einen sind nur die, die versiegeln und die bösen Menschen und die anderen sind die arroganten Kinder, die keine Ahnung haben. Und ich glaube, dass das eine unendlich wichtige Arbeit ist, Allianzen zu finden, Bündnisse zu schmieden, auch über die eigene Komfortzone hinweg. Und das muss aber von allen Seiten ein bisschen ausgehen. Und aber Gewerkschaften ohne wird es nicht gehen. Also Gewerkschaften sind nach wie vor einer der wichtigsten Faktoren. Hi, ich frage mich, vielleicht ist das auch ein ganz guter Weg zum Abschluss, was dir vielleicht auch auf einer persönlichen Ebene gerade trotz der ganzen Scheiße irgendwie Hoffnung macht. Ach, das ist eine schöne Frage. Es gibt so viele Leute, die was tun. Ja, und ich finde, das ist eine der größten Privilegien der Sachen, die ich mache, dass ich jede Woche irgendwo bin und wirklich vier Leute in irgendeinem Kaff stehen und sagen, wir wollen jetzt irgendwas machen. Ja, und natürlich ist es vielleicht noch ein bisschen Budget und noch so ein bisschen Dinge, aber es ist so schön zu sehen, dass einfach Leute sagen, wir wollen was machen und sich dann zusammentun. Und manchmal Gewerkschaften, diese ganzen großen Organisationen, Verbände, ja, Hochschulen, Demokratiebündnisse, Zeitungen, es gibt so viele Leute und so viele Themen, wo die Menschen wirklich brennen. Ja? Klima, feministische Themen, queerfeministische Themen, Arbeit, Care-Arbeit, die Frage von Umverteilung. Und die Leute sind so klug und wissen so viel und können so viel und machen so viel. Und das ist richtig toll. Also das kann ich überhaupt, da kann ich jetzt auch überhaupt nichts filtern oder das jetzt irgendwie mit einem lustigen Witz versuchen klein zu machen. Die geben ihre Lebenszeit her und machen das für sich und für andere, damit es nicht doof wird, damit es irgendwie besser wird. Und oft sieht man das nicht. Oft glaubt man es irgendwie alleine oder die anderen sind so viele. Es stimmt überhaupt nicht. Es stimmt wirklich nicht. Sondern ganz, ganz viele, und ich bin davon überzeugt, dass die meisten Menschen anderen Menschen nichts Schlechtes wollen, sondern dass man irgendwie leben will und dass man sich das irgendwie aufteilen will, wie man leben will und dass man manchmal Angst hat und dann andere Menschen braucht, die einen wieder runterholen und helfen und auffangen, auch politisch auffangen und dass das ganz oft passiert. Und deswegen sollten wir nicht die Hoffnung verlieren, weil jeder zieht an dem Zipfel, den er gerade hat und wenn man gerade nicht ziehen kann, dann machen das andere und dann sollte man sehen, dass das andere machen. Und wir kommen nur miteinander da raus. Ja? Wir kommen alleine nicht raus. Ja? Alleine auf der Couch sitzen und sondern das, was wirklich passiert ist, wenn alle ein bisschen was hergeben und wenn man solidarisch ist. Und es passiert. Und es ist so super zu sehen, dass es passiert. Und es gibt mir ganz, ganz viel Hoffnung.